Wir haben im Mai dieses Jahr den Entscheid bekommen, dass wir die deutschsprachige Bildungsmaßnahme, also die Praxisfirma, müssen schließen aufgrund von einem Finanzierungsstopp. Und der Finanzierungsstopp ist so begründet worden, dass es einfach zu wenig Geld mehr hat für alle arbeitsmarktliche Massnahmen zu unterstützen im Kanton Freiburg oder mit Geld zu unterstützen. Und da hat jetzt die deutschsprachige Bildungsmaßnahme getroffen. Eben, es sind ja nicht das einzige solche Angebot, es gibt noch andere vergleichbare Sachen, vor allem auch für Französisch Sprechende. Warum es jetzt genau das da hier ist, hätte man euch nicht können sagen. Nein, das hätte man nicht können sagen. Es gibt andere Angebote, aber kein vergleichbares deutschsprechendes Angebot für Deutschfriburgerinnen und Deutschfriburger im Kanton Freiburg. Das ist das Einzige. Basiert auf kaufmännischen Grundsätzen sind wir eine Praxisfirma, die innerhalb eines geschützten Rahmen mit einer Dachorganisation arbeitet. Und wir haben die Leute nicht nur auf den kaufmännischen Prozessen begleitet, sondern auch weitergebildet und auch bei der Stellensuche und bei persönlichen Fragen unterstützt. Also, es war ein ganzheitliches Coaching über 3 Monate oder je nach Bedürfnis auch länger. Wie ist das hier normalerweise zu und her gegangen, jetzt da, was jetzt so lehrt? Ja, also im Hintergrund seht ihr ja ganz verschiedene Arbeitsplätze. Da sind Leute, Menschen gehockt, die miteinander gearbeitet haben. Das sind verschiedene Abteilungen, die wir hatten. Also, zuerst ist eine Buchhaltungsabteilung, dann in der Mitte haben wir die Abteilung Administration HR gehabt, und weiter ist es dann gegangen mit Einkauf, Verkauf und Marketing. Und die haben miteinander gearbeitet, da ist diskutiert worden, da hat das Telefon geläutet, da hat Betrieb geherrscht, die haben sich gegenseitig unterstützt. Eine gute Stimmung mehrheitlich hat geherrscht, manchmal auch ein bisschen ruhiger, je nach Stimmung und Wetter, aber das war Betrieb gewesen. Und jetzt ist es schon sehr ungewohnt. Es ist leer, es ist still und wir sind im Aufräumen. Jetzt arbeitet ihr auch mit der Gewerkschaft zusammen. Ihr kritisiert nicht nur, dass das hier überhaupt, also dass wie die Art und Weise, wie die Entscheidung gefallen ist, sondern auch, wie nein, mit euch umgegangen kam, ist von Seiten des Kantons. Könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Ja, das ist richtig. Also wir sind im Mai informiert worden durch unsere Direktion, das ist das IWZ. Nach der Information vom 24. Mai haben wir nachher weder von unserer direkten Direktion noch vom Staat selber, also von der obersten Organisationseinheit Amt für Berufsbildung oder von der Volkswirtschaftsdirektion, etwas gehört, weil wir sind Staatsmitarbeiter, unsere Stelle wird abgeschafft, aber wir sind total allein gelassen worden, uns hat man nicht angehört. Und ab November sind wir jetzt am Aufräumen, aber das interessiert eigentlich niemand mehr. Und der Staat wäre auch in der Pflicht, für uns vier, die hier arbeiten, eine adäquate Stelle anzubieten und zu schauen, dass sie vielleicht etwas finden. Und auch da ist bis heute nichts gegangen. Beziehungsweise es ist aktiv, wir dürfen unsere Lebensläufe einschicken, aber erst seit unserer Intervention mit der Gewerkschaft, wo sie uns gebeten haben, dass sie mal schauen werden, aber wir haben bis heute nichts gehört. Oder auch eine Entschädigung gegenüber den Mitarbeitenden für die Stellenabschaffung ist absolut nicht in Bezug genommen worden.